Soll das heißen, Kirill ist für den Bombenanschlag verantwortlich? Ich habe ihn gesehen. Ich muss mich mal kurz setzen. Okay. Niemand kennt meine Vergangenheit. Doch, wir kennen Teile von ihrer Vergangenheit. Müssen Sie sich ihre Zukunft nicht auch noch versauen? Wir brauchen einen Peter Blochin. Das ist einer von euch. Gucken Sie ihn in Ihren eigenen Reihen. Ich kann nicht einfach aufgeben und den Posten im Verteidigungsministerium annehmen. Hey, mach die scheiß Tür zu, ey! Sie müssen mich. Hey, Lieutenant! Schneide ich an. Der Mann hat deine Tochter bedroht. Und tu, was du immer tust. Das, was notwendig ist. Jorik, was gibt's? Chef, du solltest sehen, was ich gerade in der Hand halte. Was denn? Ich habe die DNA-Spuren vom Feld nochmal durch die Polizeidatenbank gejagt. Also da, wo sämtliche DNA-Daten von allen deutschen Polizisten gespeichert sind. Ich weiß, was das ist. Jedenfalls klebt an dem Getreide neben Gabos Blut deine DNA. Ja, gut, könnte natürlich auch eine Verunreinigung gewesen sein. Ja, von der Tatortbegehung. Theoretisch. Aber die Technik sagt, dass das Blut und die Hauptpartikel gleichzeitig an dem Getreide. Naja, so, als hätte der Täter seine Hände an dem Getreide abgewischt. Also, du. Warum rufst du mich an? Ich meine, warum lässt du mich nicht gleich festnehmen? Weil ich dir 48 Stunden schulde. Okay. Danke. 48 Stunden. Danach liegt die Analyse bei Bungers auf dem Tisch. Was willst denn du frühstücken? Ich will raus hier. Du bist ein Arschloch. Bis gleich. Du willst nicht frühstücken, habe ich gehört? Einen Kaffee? Das geht doch immer, oder? Und wie geht's dir jetzt? Ich hatte mich schon so daran gewöhnt, keine Schübe zu haben. Seit ich dich kenne, du Wunderheiler. Mit mir hat das gar nichts zu tun. Und Schübe wirst du immer haben. Es hilft einfach, wenn du ein bisschen klar im Kopf bist. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe bisher immer an Blochin geglaubt, aber jetzt weiß ich einfach nicht mehr, was er macht.
Geht's denn darum, was Bloch ihm macht, was Bloch ihm nicht macht? Nee, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls nicht nur. Ich wünsche mir im Moment oft, dass es vorbei ist. Aber andererseits kann ich mir einfach nicht vorstellen, ohne ihn zu leben. Sag was. Ich brauche nichts sagen. Du weißt das alles. Musst nur noch ein bisschen sortieren. Fahren wir? Ich kann sonst wieder zur Spitzer Schule. Bist du gern hier draußen? Ist okay. Okay wie super okay oder mehr wie nicht so okay? Mehr wie nicht so okay. Ich vermisse Papa. Entschuldigung. Ich musste noch mal telefonieren. Aber das macht doch nichts, Herr Blochin. Gutachter für den Ausschuss des Bundestages zur Frage der Waffenexporte nach Russland. In dieser Funktion habe ich Sie auf die Gästeliste eines Empfangs im Kronprinzenpalais eingetragen, der heute Nachmittag zu Ehren der deutsch-russischen Wirtschaftsverbindung stattfindet und an dem aller Voraussicht nach auch Schukschin teilnehmen wird. Ziehen Sie Ihren besten Anzug an. Es tut mir so leid, was passiert ist, Herr Johanni. Dieses Land ist stolz darauf, Menschen wie Sie aufzunehmen. Wir hätten verhindern müssen, dass diese Bombe explodiert. Die Polizei sucht mich. Sie denken, ich habe die Bombe gelegt, die meine Frau und mein Kind getötet hat. Sie sind verschwunden, sowas verstehen die Leute nicht. So geredet. Aber Sie verstehen, oder? Wir versuchen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für diesen Anschlag verantwortlich sind. Aber dafür brauchen wir Ihre Aussage. Gegen Kirill Koroljow und damit gegen Turubin. Warum immer Turubin? Ein Anschlag ist nicht die Tat eines einzelnen Mannes. Und ich weiß, dass Sie nicht aussagen wollen, weil Sie Angst vor dem Gefängnis haben. Ich bin Mude. Ich sage Ihnen alles, was Sie wollen. Sagen Sie mir einfach nur, wann und wo. Entschuldigen Sie bitte. Es geht ihm nicht gut. Aber ich pebbel ihn schon wieder hoch. Hat mir versprochen, dass wir zusammen Badminton spielen gehen. Aber seitdem er in den Nachrichten ist, will er gar nicht mehr auf die Straße. Pietätlos jetzt schon nach dem Nachfolger für den Innensenator zu fragen? Schau dich doch mal um, wo du bist. Nichts als Waffenlobbyisten und Edelhuren. Und du machst dir Gedanken um Pietät. Was macht er denn hier? Gucken wir mal. Na, Frau Steinbrenner, amüsieren Sie sich? Keine Sorge. Morgen zur Ministerrunde bin ich topfit. Aber ich habe Sie nicht für Ministerrunde zu uns geholt, das wissen Sie schon, oder? Emilia, was ist von dir? Keine Ahnung. Er macht ständig Andeutungen, die ich nicht verstehe. Es fängt an, mir auf den Sack zu gehen. Blochin. Machen Sie keinen Fehler, bitte. Was? Ich bin sehr froh, Sie wieder so wohl aufzusehen. Wie meine alten schrecklichen Dinge, die Sie sich in meiner Villa eingebildet haben. Wo ist Kirill Koroljow? Ich habe gehört, dass die Polizei ihn überall sucht, aber das ist gar nicht notwendig. Er ist immer in Ihrer Nähe, Blochin, und in der Nähe Ihrer Frau und Ihrer Tochter. Wo ist Kirill? Hey, bleib hier. Halt, er ist Polizeibeamter. Er gehört zu mir.
Das Regal ist fertig. Du bist toll. Ich hab Angst. Bist du nicht? Ich finde, das ist eine sehr gute Zuhause für Tommy. Du weißt, du musst jetzt gehen. Das ist die Frau vom Jugendamt. Es tut mir leid, aber es ist besser so. Oh, du wartest ja. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Sie haben schon so viel getan, jetzt müssen wir einfach abwarten. Und es wäre auch keine Schande, wenn Tommy einfach bei seinen Pflegeeltern bleibt und sie ihn einfach oft besuchen. Ja. Gut. Ich werde alles so machen, wie das für den Kleinen gut ist. Ich setz mich da in den Schatten, ja? Wird das jetzt zur Gewohnheit? Konspiratives Treffen. Codewort? Ich liebe dich. Oder war das das von letzter Woche? Wie geht's dir? Seltsam. Ich dachte, ich könnte meine Position im Verteidigungsministerium nutzen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Aber stattdessen habe ich immer mehr das Gefühl, dass ich benutzt werde. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, aber das weiß ich ja. Da oben wartet die dunkle Seite der Macht auf dich. Bam, bam, bam. Badam. Bitte. Das tut mir weh. Mama, darf ich mich ausziehen? Was willst du denn machen? Mach's gut. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Zieh deine Schuhe aus. Zu den Puppenmaster machen wir noch einen Garten davor. Dann kriegt ihr noch einen Gartenzaun und eine Schaukel vielleicht auch und eventuell.
Schatz, ist alles okay? Ich habe den Mann kennengelernt, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will. Separat in die Kiste. Hosentaschen sind leer. Alles klar. Zur Kollegin bitte. Guten Abend. Wortkarte. Guten Abend. Hosentaschen sind dann leer. Frau Staatssekretärin, kann ich Ihnen helfen? Kennst du ein Hotel, was nicht 300 Euro die Nacht kostet? Warum? Ich weiß, wo ich sonst hin soll. Meine beste Freundin ist auf Ibiza und eine zweitbeste Freundin habe ich nicht. Und guten Tag. Was ist mit deinem Zuhause? Philipp und ich, wir haben uns gerade getrennt. Ja, ist gut. Danke. Das Raphael ist ganz gut. Super Minibar. Guten Tag. Super Minibar klingt nach einer sehr guten Idee. Aber vielleicht brauche ich doch im Moment lieber Luxus, denke ich gerade. Trotzdem danke. Setz dich her, wenn du willst. Aber mach keinen Scheiß, ich bin stärker als du und das weißt du. Was du hier machst, Benachim, so ziemlich das Blödeste, was ich jemals von dem Kollegen erlebt habe. Aha. Und dein Versuch, mich zu erpressen, war ein geistiger Höhenflug, oder was? Okay. Sagen wir es ein Quitt, oder? Lass mich gehen und wir vergessen die Sache. Ich fürchte, so einfach wird es nicht. Ayubo, was läuft? Lochin, alles cremig. Haben gerade 15 Kilogramm Kokain im Hotelzimmer von so einem libanesischen Möchtegern Scarface festgesetzt. Glückwunsch, wird sich der alte Sklaventreiber aber freuen. Naja, gibt wenigstens wieder mal gute Presse. Aber außer den Drogen lag hier noch was anderes rum. So, hier kommt. Etwas, das, soweit ich weiß, eigentlich in der Ukraine verschwunden sein soll. Ich bin's. Mach die Tür auf, wir müssen reden. Jorik? Hörst du? Mach auf, wir müssen eine Lösung finden. Jorik? Wieder nicht geklappt mit der Frau. Was passiert?
Ich wollte nur mit dir reden. Ich schwör's. Ich hab extra gewartet, bis die Typen weg waren. Wissen Sie schon, welches Schwein meiner Tochter das angetan hat? Nein, leider nicht. Die Nachbarn haben die Tür aufgebrochen, weil sie so geschrien hat. Dann haben sie den Notarzt geholt. Finden, Frau Geißler. Das verspreche ich Ihnen. Wenn Sie Unterstützung brauchen, mein Mann ist Regierungsmitglied. Wird ja, ich weiß, wer Ihr Mann ist. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Hier. Rufen Sie mich sofort an, wenn Sie aufwacht, ja? Jederzeit. Absatz über die strategische Neuausrichtung im Konfliktfall habe ich mit der Referentin genauso abgestimmt. Das Europäische Parlament mag es nicht, wenn der Minister zu weitschweifig wird. Die Hälfte der Abgeordneten kommt aus Ländern, die ganz andere Probleme haben. Kommen Sie ansonsten voran? Womit? Mit dem, wofür Sie hier sind. Was für ein Spiel spielen Sie eigentlich? Ich spiele kein Spiel. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ich brauche Sie. Ich frage mich nur, wofür. Wenn es meine Tochter wäre, die hier im Krankenhaus liegt, wäre sie jetzt tot. Ich habe es nicht gewollt. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Warum weinst du überhaupt? Weil du Mädchen halb totgeschlagen hast oder weil du dir Sorgen um dich selber machst? Ich liebe sie, Mann. Hör zu. Noch ist sie bewusstlos. Aber wenn sie aufwacht und gegen dich aussagt, ist dein Leben, so wie du es kennst, vorbei. Ist dir klar, oder? Was soll ich jetzt machen? Ich habe da vielleicht eine Idee, wie du heil aus der Sache rauskommst. Okay, wie? Das ist meine Sache. Aber wenn es klappt, dann weißt du, was das bedeutet, oder? Dann hat es deine DNA-Probe nie gegeben? Gut. Komm morgen zur Arbeit und lass dir nichts anmerken. Und mach was mit deinem Gesicht, du siehst echt scheiße aus. Findest du den Handel mit Drogen wirklich so arm? Kann ich reinkommen? Setz dich. Weiß dein Vater, dass du in Berlin bist? Er denkt, ich bin in Donetsk. Aber ein Mädchen mit Verstand hältst da keine 5 Minuten aus. Und, geht's dir besser? In unserem letzten Treffen sahst du ziemlich mitgenommen aus. Stimmt ja. Du hast ja dabei zugeguckt, wie dein Freund Kirill versucht hat, mich umzubringen. Bei meinem Freund David ist es ihm gelungen. Und bei dem Bombenanschlag hat er sogar Frauen und Kinder umgebracht. Das war auch das besser in Form, als ich gedacht habe. Weißt du zufällig, wo er ist? Nichts gegen sie in der Hand. Müssen sie gehen lassen. Na dann, kann ich dich ja nach Hause fahren. Schon mal mit sowas mitgefahren? Heute noch nicht.
Danke für die Tour. Das ist übrigens meine erste Motorradfahrt gewesen. Ich weiß. Kirill ruft mich dauernd an. Was? Warum? Weil er meint, dass ich besser blase als eine Dubai-Nutte. Seine Worte, nicht meine. Through the shadows I've crawled, torn down fences I've been stored, over the matters I will dance. Kisses taste like flowers in my face. Hard to describe, self to embrace. Welcome, love, welcome, love. Hier war ich immer gern. Ein Margarita beginnen. Ja. Der brasilianische Handelsattaché hat immer dieses Hotel verlangt. Und ist dann doch immer lieber in Rio geblieben. Aber jetzt wohnst du auf eigene Kosten hier, oder? Ich kann's mir leisten. Kannst du mir einen persönlichen Kontakt zum Minister Geisler herstellen? Bestimmt. Warum? Weil ich einer von den Bösen bin und seine Hilfe brauche, um mich zu retten. Wie böse bist du denn? Es ist egal, wird gleich hier reinstürmen und mich festnehmen. Dann komme ich vor Gericht und werde zu lebenslanger Haft verurteilt. Und weshalb? Wegen Mordes. Aber ich besuche dich ja jede Woche. Es wird schwierig. Ich habe nur 2 Stunden Besuchszeit im Monat. Aber zum Glück gibt es ja diese Familienbegegnungsräume für Paare. Sind wir denn eine Familie? Natürlich. Die Hochzeit war wunderschön. Der Gefängnispfarrer hat meinen Lieblingspsalm zitiert. Erinnerst du dich? Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Trotzdem war ich froh, als sie dich nach 15 Jahren wegen guter Führung frühzeitig entlassen haben. Ich auch. Ich liebe meine Freiheit. Close enough to see the fairy tale. Entschuldigung, ich hab's nicht gleich gefunden. Normalerweise sind hier immer Enten. Ich habe eine sentimentale Schwäche für diesen Teil des Parks. Kennen Sie Klaus-Jürgen Amler? Nein. Keiner kennt ihn. Obwohl wahrscheinlich niemand länger im Bundestag und mehr Ausschüssen gesessen hat als er. Als ich angefangen habe, hat er mich manchmal mit hierher genommen und mir die Regeln der Politik erklärt. Zum Beispiel das erste rheinische Politikaktion. Es ist ein guter Mann, sägen wir ihn ab. Und jetzt treffen wir uns hier, damit ich was lerne? Der Minister und ich sitzen noch nicht lange in diesem Ministerium. Hier gibt es Seilschaften, die lange zurückreichen und nur schwer aufzulösen sind. Sie sprechen von Turubin, dem russischen Truppenabzug 94. Und wieso hat man den Eindruck, dass die Beziehungen zwischen Schukschin und einigen in diesem Ministerium dicker sind als Blut? Deshalb die freihändigen Auftragsvergaben an Turubin. Ohne Ausschreibung. Das Verteidigungsministerium beschäftigt das dienstälteste Verwaltungspersonal in der gesamten Republik. Ein Staat im Staat. Der Minister und ich wollen diese verkrusteten Strukturen aufbrechen. Und dafür brauchen wir Sie. Wirbeln Sie ein bisschen Staub auf.
Sorgen Sie dafür, dass diese Machenschaften ans Licht kommen. Warum machen Sie das nicht selbst? Das geht nicht. Wenn der Minister gegen sein eigenes Personal vorgeht, ist er ein illoyaler Nestbeschmutzer. Wenn Sie das machen, sind Sie eine Heldin. Herr Minister, Dominik Stötzner, Mordkommission. Frau Steinbrenner hat mich bei Ihnen angemeldet. Ich komme gleich nach. Was wollen Sie? Sie wissen, wo Ihre Tochter gerade ist. Natürlich. Wissen Sie auch, was für Filme mit ihr im Internet kursieren? Damit hast du 99 Punkte gewonnen. Für mich? Und bist du bereit für die große Fahrt? Ja. Ich muss los, ich hab noch was zu erledigen. Du bist ja immer noch was zu erledigen. Komm, wenn du mich brauchst, bin ich doch immer da für dich. Hm? Darf ich den hier behalten? Na klar. Weißt du, ich darf ab jetzt Motorrad fahren. Nicht sauer sein, okay? Ein Kurier bringt dir gleich ein Dossier mit vertraulichen Unterlagen aus dem Verteidigungsministerium. Du hast mich doch letztes Mal gefragt, ob du eine Story draus machen kannst. Jetzt darfst du. Darf ich auch noch erfahren, gegen wen oder was ich hier von dir instrumentalisiert werde? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, gell? Deine Sprüche waren aber auch schon mal besser. Aber gut, ich guck mir den Kram mal an. Over and out. Wenn das Wetter schlecht sein sollte, könnte man die Aktion auch noch verlegen. Das sieht nicht danach aus. Dankeschön. Hier ist es, Heinrich Platz. Hier habe ich mit Feline Nobli besprochen, dass sie sich morgen um 15 Uhr im Café Zeitlos in Kreuzberg mit Gerill trifft. Die ganze Gegend hier ist sehr unübersichtlich. Das heißt, wir werden gut Möglichkeit haben, uns hier unauffällig zu postieren. Wenn Kirill wirklich auftaucht, werde ich ihn identifizieren und der Zugriff kann stattfinden. Auf mein Kommando, Glorin. Du wirst dich zurückhalten, verstanden? Ich gehe davon aus, dass wir 8 Leute brauchen. Und eine Funkverbindung, ein Fahrzeug. Dankbar, das ist schon seit 2 Tagen verschwunden. Ich mache mir echt Sorgen. Okay. Ruf doch mal seine Frau an. Ja? Probieren, ne? Ja. Sie ist ja aufgewacht. Dass sie seitlich steht mit Blick aufs Café. Gut, ich kann. Und wir haben oben Kontakt halten. Sie ist jetzt wach. Noch sehr schwach, aber sie weiß, was passiert ist.
Du wartest bitte draußen, Petra. Wir müssen mit Freddy reden. Dominik Stötzner, ich bin von der Polizei und dein Vater ist auch hier. Was meint er? Ich weiß, wer dir das angetan hat, Freddy. Jolk ist ein Kollege von mir. Ich schwöre dir, ich werde dafür sorgen, dass er das bis an sein Lebensende bereut und nie wieder eine Frau anfasst. Aber ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn du ihn jetzt anzeigst. Du bist die Tochter eines Ministers, Freddy. Wenn die Presse Wind von der Sache bekommt, dann bist du freiwillig. Es gibt da leider zu viele Dinge, die du getan hast, mit denen sie dich und deine Familie fertig machen können. Ihr meint deinen Drogenkonsum. Ihr meint deine Sexvideos, die überall im Netz rumschwirren. Und in denen du mit so ziemlich jedem BKA-Beamten rumgevögelt hast, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Ihr meint diese ganze Scheiße, die du seit Jahren auf meine Kosten baust. Ich will nicht sagen, dass ich das gut heiße, was dieser junge Mann dir angetan hat. Aber du bist daran nicht unschuldig. Wenn du jetzt Anzeige erstattest und die ganze Familie mit in deinen Dreck ziehst, entziehe ich dir jegliche Unterstützung. Und du wirst weder mich, noch deine Mutter, noch deinen Bruder jemals wiedersehen, das schwöre ich dir. Es reicht jetzt, Freddy. Es reicht jetzt wirklich. Vielleicht hat dein Vater recht. Vielleicht ist es besser. Vielleicht ist es besser so. War. Der ist seit zwei Tagen verschwunden. Seine Frau hat Angst, dass er wieder in der Flasche hängt. Das wird mich nicht wundern. Wir sitzen echt in der Scheiße. In der Scheiße. Schon komisch, Dankwart, oder? Bemühst dich dein Leben lang, immer das Richtige zu tun. Auf der Seite der Guten und guckst auf Leute wie mich herab. Und dann machst du einen falschen Schritt und schon landest du mit mir hier. Ich habe nachgedacht. Egal wie ich es drehe und wende, musst mich töten, musst davon ausgehen, dass ich Kopien von der DVD gemacht habe. Und dass ich dich immer und jederzeit kaputt machen kann. Redest du darüber, als wäre das eine scheiß Matheaufgabe? Wie fühlt sich das an? Beschissen, oder? Hast du eine Ahnung, wie ich mich fühle? Du hast schon mal einen Mann getötet. Wie es aussieht, kommst du ganz gut damit klar. Zurück an die Heizung, los. Los. Und drück mir die Daumen. Mit ein bisschen Glück habe ich heute Abend ein Problem weniger.
Was ist? Passiert dir noch was? Schon vor einer halben Stunde hier auftauchen sollen. Dankeschön. Hast du irgendwas Auffälliges gesehen? Abbruch? Noch nicht. So lange warten lassen, so heiß wieder auf dich ist. Lochi! Wo bist du hin? Hey! Du hast ihm gesagt, dass wir hier sind. Manchmal weiß man schon, während man was macht, dass es eine ganz schlechte Idee ist. Aber irgendwie macht man es einfach trotzdem. Was soll das heißen? Irgendwas Schlimmes wird passieren. Ja? Sitzt ihr immer noch in der Café oder habt ihr Warten inzwischen aufgegeben? Wo bist du? Bist du hier in der Nähe? Nein, nicht ganz. Ich bin bei deiner Familie. Sag Hallo zu deinem Papa. Papa. Was willst du von mir? Ariane. Bring ihn her zu mir. Jetzt. Das kann ich nicht machen. Du hast 5 Sekunden, um deine Meinung zu ändern, sonst stirbt deine von deinen beiden Süßern. Ich will mit ihnen sprechen. 5, 4, 3. Was soll das bringen? Was willst du von Arian? 2, 1. Okay! Was ist passiert? Komm, Schatz. Komm her. Komm, Mama ist da. Komm her. Grille? Inka? Kirill, red mit mir. Was ist passiert? Ich bin da. Deine Tochter ist tot. Wenn du willst, dass deine Frau weiterlebt, dann bring mir Arian. Steig in dein Auto. Fahr los, allein. Bleib die ganze Zeit am Telefon. Und häng alle Beamten ab, die versuchen, dir zu folgen. Jetzt! Wo soll ich ihn hinbringen? Ich sage dir das, wenn du ihn hast! Gib mir den Schlüssel. Was passiert hier gerade? Gib mir den Schlüssel. Lochi, was passiert hier gerade? Setz dich hin. Nur stur.
Julia. Ich bin gleich da. Er ist nicht da. Wo ist er? Sag ich doch, er ist nicht da. Er ist heute Morgen plötzlich verschwunden und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Er ist nicht da. Was? Er ist nicht hier. Was soll das heißen, wo er ist nicht da? Wo ist er? Ich hab keine Ahnung, der ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Gib mir Inka. Ich will mit Inka sprechen. Deine Tochter ist tot und du versuchst immer noch, mich zu verarschen. Mach ihn. Ja, schieß jetzt deine Frau. Nein! Das machst du nicht! Danke fürs Bringen. Keine Ursache.
Hey, wo bist du? Unterwegs. Kann ich zu dir ins Hotel kommen? Ich bin zu Hause. Oh. Bei deinem Mann? Nein, Philipp ist mit den Kindern nach Bonn gezogen. Er will sie scheiden lassen. Und er will, dass sie bei ihm bleiben. Hast du mich gehört? Ja. Grille ist tot. Was? Oh Gott. Werdet ihr diesen Kerl finden? Der Polizist da draußen ist auf der Suche nach ihm. Außer Blochin und mir. Das ist in Ordnung so. Und ich hoffe, das weißt du. Ich meine, dass du hier bist. Und nicht da draußen. Dein Mann will er wirklich das alleinige Sorgerecht beantragen. Damit kommt er doch nie durch. Er ist so wütend. Ich hatte gehofft, wir könnten das alles friedlich lösen. Aber ich glaube, es gibt Krieg. Warum ist er denn so wütend? Weil ich ihm gesagt habe, dass ich den Mann getroffen habe, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Dobra? To była naprawdę ciężka noc. Kommen Sie rein.
bescheuert, mich hier die ganze Nacht allein zu lassen. Ihr müsst pissen. Scheiß mir in die Hose. Arschloch. Ich hoffe, es reicht. Morgen. Mach's gut. Was? Na, Katrin? Freust du dich? Wieso wusste ich nichts davon, dass du heute schon damit rausgehst? Was glaubst du, wer du bist? Katrin, the Puppet Master? Du nennst die Namen aus dem Ministerium, die an dem Verschwinden der 15 Milliarden beteiligt waren. Emlein, Borchardt, Günther, verdammt nochmal. Um die geht's doch überhaupt nicht. Es standen doch glasklare Hinweise in den Unterlagen, dass Schuckschin mit diesem Geld seine Firma aufgebaut hat. Wieso steht das hier nicht? Weil Torobinus bei den ersten Anfragen 500 Anwälte auf den Hals gehetzt hat. Weil unsere 5 Anwälte der Meinung sind, dass wir Kopf und Kragen riskieren, wenn wir deine Hinweise drucken, obwohl wir sie nicht beweisen können. Aber um so ein paar Verwaltungsbeamte aus dem Ministerium fertig zu machen, dafür reicht's, ja? Ja, die haben noch weniger Anwälte als wir. Fick dich, Wasserbock. Das ist mit Sicherheit die umfangreichste Fahndung, seit ich hier arbeite. Wir haben nichts. Die Kollegen verhören jeden, der Kirill auch nur mal eine Packung Kaugummis verkauft hat. Und Feline? Die weiß nichts. Wir haben sie unter ständiger Überwachung, aber Kirill hat seit gestern überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Kommt Dankwart eigentlich irgendwann mal wieder? Ist Kirill aufgetaucht? Was machst du hier? Habt ihr irgendwas Neues? Oh, Sinke. Komm mal mit. Also, habt ihr was Neues? Hör zu, es ist... Es wäre besser, wenn du dich da raushältst. Du glaubst ja nicht allen Ernstes, dass ich mich da raushalten werde, oder? Blochin, diese Ermittlungen müssen ganz und gar sauber ablaufen. Stell dir vor, wir erwischen diese Schweine und du drehst durch, was jeder, wirklich jeder, hier verstehen würde. Du würdest damit den gesamten Erfolg gefährden. Du weißt doch, was der Veranwälter hat. Du hast doch Nogli selbst erlebt. Ja? Ja, ich komm. Ich muss los. Wohin? Bestattungsinstitut, einen Sarg aussuchen. Blochin. Versprich mir, dass du dich da raushältst. Er hat geklingelt, ich habe ihm aufgemacht. Es war so ungefähr 4:30, 5:00. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall noch geschlafen. Worum geht's? Schatter ist heute Morgen in aller Herrgottsfrühe bei mir aufgetaucht. Schatter? Wie hat er dich denn gefunden? Über meinen digitalen Schatten. Er sagt, jeder, der sich im Internet bewegt, hinterlässt so eine Art Afterglow. Sag ich doch, komischer Typ. Ja, auf jeden Fall stand er heute Morgen vor meiner Tür. Und? Was wollte er? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hat sich in meine Küche gesetzt, wir haben uns eine Stunde unterhalten. Meine Mutter fand ihn nett. Vielleicht ist er verliebt? Ach, Quatsch. Es hat sich eher so angefühlt, als würde ich ausgehorcht werden. Gut. Du und Jorik? Ihr fahrt noch mal zu ihm. Es geht ja gar nicht, dass er meine Leute belästigt. Findet raus, was dieser Spinner für ein Problem hat und sorgt dafür, dass so etwas nicht noch mal vorkommt.
Schöne Grüße vom Minister. Er kommt in London leider nicht weg. Die Briten sind mal wieder anderer Meinung als der Rest der EU. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Minister momentan sehr gern in London ist, ne? Er kriegt da möglichst wenig ab von dem Dreck, mit dem er um sich geschmissen wird. Herr Borchert, ich kann mir vorstellen, dass Sie und die Kollegen, die direkt betroffen sind, kein Verständnis für diesen tendenziösen Zeitungsartikel haben. Und ich kann Ihnen versichern, dass der Minister es persönlich zur Chefsache machen wird, alle falschen Vorwürfe restlos aufzuklären. Er wird deshalb eine umfangreiche Untersuchung in die Wege leiten. Und es wäre natürlich fatal, wenn diese Vorwürfe wahr wären, dass Personen, die noch heute in diesem Hause tätig sind, sich 94 beim Truppenabzug persönlich bereichert haben. Entschuldigung, aber es kann doch nicht nur darum gehen, mit dem Finger auf ein paar schwarze Schafe zu zeigen. Es geht doch auch noch um etwas ganz anderes. Die Firma Turubin, einer der größten Militärdienstleister weltweit, benutzt dieses Ministerium seit 20 Jahren wie ein Selbstbedienungsladen. Auch diesen bisher nicht bewiesenen Vorwürfen werden wir selbstverständlich nachgehen. Können wir jetzt mit der Sitzung beginnen? Morgen. Sag mal, geht's noch? Wo warst du? Wir suchen dich seit 3 Tagen. Ich musste was erledigen. Okay, und jetzt mal nicht so wortkarg. Ich habe mit Willi geredet. Ich weiß, Willi? Was los ist. Wo ist er? Im Hotel und lässt sich gepflegt volllaufen. Ist es wahr, dass mein Geld weg ist? Nein. Ich war bei meinem Bruder in Westdeutschland. Schulden eintreiben. Wir sind wieder flüssig. Du hältst es nicht für nötig, deiner Frau Bescheid zu sagen, wo du vielleicht bist? Mann, in eurer Ehe will ich echt nicht stecken. Aber schön, dass ihr euch solche Sorgen macht. Das ist ja die reinste Grabesstimmung hier. Lochins Tochter ist gestern erschossen worden. Mordkommission Jenisch? Scheiße. Wo? Dominik, die Suche läuft bundesweit. Mehr können wir nicht tun. Und Chokshin? Wird von Nogli in seiner Kanzlei komplett abgeschirmt. Aber der zuständige Staatsanwalt ist schon dran. Anruf vom KDD. Ayan Jani ist von der Brücke vor die S-Bahn gesprungen. Tot, nehme ich an. Sowas von. Gerichtsmedizin läuft folgendermaßen ab. Also sie ist erstmal beschlagnahmt, erfahrungsgemäß ungefähr 3 Werktage, bis wir über den Leichnam ihrer Tochter verfügen können. Dann ist es üblich, den Leichenwagenfahrern und den Sargträgern auf dem Friedhof ein kleines Trinkgeld zu geben. Damit sie nicht damit belastet werden, nehme ich das einfach in meine Rechnung mit auf und kümmere mich darum. Es werden insgesamt 8 Personen involviert sein. Ich schlage also vor 40 Euro, 5 Euro pro Person. Und das soll es ein richtiges Familiengrab werden, wo man später in Zukunft vielleicht auch einfach sagen kann, dass wird das Familiengrab weitergeführt, sodass man in ferner Zukunft einfach sagen kann, man hat seine Tochter später mit sich in einem Grab. Ja. Das wäre Ihnen lieber. Das hätte ich gern. Das wäre ein Familiengrab dann. Ich muss jetzt los. Ich habe Doreen versprochen, mit zum Jugendamt zu kommen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das meinst du ernst? Und wer soll als nächstes sterben? Wenn du andere Prioritäten hast als deine Familie? Ich fahr jetzt. Thank you.
Inka? Wie geht's deiner Liebe? Gut. Das war heute Morgen keine Einladung. Schon gar nicht für Ihren Kollegen. Jetzt machen Sie mal halblang. Sie haben sich wahrscheinlich auf illegalem Wege die Adresse einer Polizeibeamtin besorgt und sie privat belästigt. Sollen wir Sie direkt festnehmen oder wollen Sie uns erzählen, was das sollte? Ich habe niemanden belästigt. Stimmt. Aber Sie haben bei mir einen sehr guten Kaffee bekommen. Jetzt hätte ich gerne auch einen. Wäre das möglich? Es ist Dienstvorschrift, dass wir zu zweit Nein, kommen. Nein, ist es nicht. Diese Dienstvorschrift gibt es nicht. So ist das nur im Fernsehen, dass die Kommissare zu zweit kommen. Glauben Sie mir, Herr Schatter, ich würde im Dienst nirgendwo alleine hingehen. Meinem Kollegen hier vertraue ich 100%. Es ist ja das Tragische, dass wir immer denen vertrauen, die uns am Ende in den Abgrund ziehen. Reden Sie über mich? Was wollen Sie mir denn unterstellen? Sie sind bloß ein kranker Spinner, der sich nachts beim Gedanken an Magda einen runterholt. Raus hier! Raus! Raus! Und dann? Und dann? Der hat nichts zu erzählen. Ich glaube, Sie haben überhaupt nichts zu erzählen. Sie sind ein armer, alter Mann, der sich wichtig macht. Ja? So wie in der Talkshow damals, als Sie von irgendwelchen Stasi-Mordkomplotten gefaselt haben. Und keiner Ihnen geglaubt hat. Ja? Ja. Wer sammelt das? Sammeln Sie die Artikel, in denen sich alle über Sie lustig gemacht haben? Hören Sie auf! Hm? Sie wissen gar nichts! Es war Ihr Chef, Dominik Stötzner. Der Leiter der Berliner Mordkommission 7, der den Mann im Feld ermordet hat. Ich hab's gesehen! Er und Ihr Kollege Blochin. Was für ein Vogel. Und was habe ich gemacht? Schmiere gestanden? Und Magda, was hat die gemacht? Die Knarre geladen? Ja, du bringst Scheiß nicht mehr an! Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber vielleicht sollten wir ihn wenigstens mitnehmen und seine Aussage offiziell aufnehmen. Ich fahre doch mit dem Typen nicht in die Stadt und nehme eine Aussage auf, in der Dominik und Blochin des Mordes beschuldigt. Magda, Blochin hat gerade seine Tochter verloren. Oder willst du mir erzählen, du glaubst, dass die beiden Gabel erschossen haben?
Natürlich nicht. Gut. Ende Gelände. Ab nach Hause. Tut mir leid, aber Schiffchen mit Kerzen drauf ist das Letzte, was ich gerade brauche. Ja, aber vielleicht ist es das, was die anderen jetzt gerade brauchen. Kann ich zu euch ziehen? Ich möchte gern da sein, wo sie zuletzt war. Ich habe das Gefühl, sie ist hier noch irgendwo. Natürlich kannst du hier bleiben, wenn wir hier bleiben. Natürlich ist sie hier irgendwo. Ja. Emmeline Borchardt und Günther haben um ihre Entlassung gebeten. Wir geben morgen eine Pressemitteilung raus, dass die neuen Kräfte im Verteidigungsministerium die unhaltbaren Zustände in der Verwaltung beendet haben und sich nun mit voller Kraft auf die Lösung internationaler Konflikte etc. 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 Das haben wir Ihnen zu verdanken, Frau Steinbrenner. Der Minister ist sehr dankbar, würde ich es Ihnen noch persönlich sagen. Und was ist mit Schukschin und Turubin? Was steht dazu in der Pressemeldung? Oder geben sich alle mit diesen drei Bauernopfern zufrieden? Dieses Ministerium hat kein Problem mit Schukschin. Im Gegenteil, wir brauchen ihn. Ein Mann wie Schukschin genießt internationales Ansehen, welches für uns von unschätzbarem Wert ist. Sie sind doch klug genug, um zu wissen, dass es in der Politik keine guten oder schlechten Menschen gibt, sondern nur strategische Partnerschaften. Und das ist gut so. Die Wähler oder von mir aus auch die Menschen in diesem Land brauchen uns nicht als moralische Anstalt. Sie brauchen unser unaufgeregtes, professionelles Handeln, damit sie nachts ruhig schlafen können. Durch dieses unaufgeregte Handeln, wie Sie es nennen, sind eine Menge Menschen bei einem Bombenanschlag gestorben. Ist Ihnen das eigentlich klar? Ja, wahrscheinlich ist es das sogar, aber es ist Ihnen egal. Weil dieses Handeln völlig losgelöst von menschlichem Mitgefühl und Anteilnahme ist. Aber wenn diese Empathie nicht mehr die Basis von Politik ist, dann geht es doch wirklich nur noch um die Erhaltung eines Systems, in dem die Menschen zwar nachts ruhig schlafen können, wie Sie es sagen, aber morgens nicht mehr wissen, wofür sie eigentlich aufstehen. Finden Sie denn, dass wir als Politiker Vorbilder sein müssen? Dass wir besser sein sollten als die anderen da draußen? Es würde schon helfen, wenn wir zumindest nicht schlechter sind. Warum bist du noch da? Ich
gucke mir die Ermittlungsergebnisse zu Kirill Koroljow an. Und? Und? Das ist zum Kotzen! Wahrscheinlich hat er längst das Land verlassen. Dominik, ich muss mit dir über Schatter reden. Erik hat gesagt, dass bei dem Gespräch nichts rausgekommen ist. Aber das ist nicht wahr. Ach ja. Was war denn? Schatter behauptet, er hätte gesehen, dass du und Bloch in Gabo erschossen habt. Warum erzählst du mir das? Willst du jetzt Ermittlungen gegen Bloching und mich einleiten? Regel Nummer 5 des Mordermittlers ist gut, wenn man gut ist, immer besser, man hat Glück. Wieso? Was passiert? Im Rahmen der Suche nach Kirill Koroljow wurden heute Abend die Räumlichkeiten von Arian Jahani durchsucht. Man hat bei ihm den GPS-Empfänger gefunden, der zu dem Sender an Gabos Auto passt. Und außerdem die Patronen, mit denen er erschossen wurde. Was? Arian Jahani hat Gabo erschossen? Tja, wie es aussieht, habt ihr einen Fall weniger auf dem Schreibtisch. Warum hat er die Patronen noch? Warum hat er die nicht einfach weggeworfen? Keine Ahnung. Vielleicht steht er ja auf Trophäen. Gratulation. Das war sehr, sehr gute Arbeit, Kollegen. Danke. Magda? Kommst du morgen zum Begräbnis? Natürlich. Gute Nacht, Dominik. Ich habe keine Kinder. Grille war die Tochter meiner Schwester. Aber selbst wenn ich eigene Kinder haben sollte, dann könnte ich sie nicht mehr lieben, als ich Grille geliebt habe. Ich habe mir nie Sorgen um sie gemacht, weil sie war ein besonderer Mensch. Und ich dachte immer, dass Gott
oder das Schicksal oder wie immer man es nennen mag, viel vorhat mit. Viel vorhat mit besonderen Menschen. Gehen Sie. Ich weiß, dass es Ihnen schwerfällt, mir das zu glauben. Aber es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Verschwinden Sie. Verschwinden Sie, bevor ich mich vergesse. Ich vermisse, was wir mal waren. Schmerz in deinem Gesicht. Der tut mir weh. Ich wollte kommen heute. Aber ich konnte nicht. Ich habe stattdessen Nogli geschickt. Das war nicht nötig. Ja, vielleicht. Entschuldige. Ich finde manchmal nicht die richtige Form, meine Gefühle zu zeigen. Warum nur der ganze Wahnsinn? Ich frage mich das die ganze Zeit. Ihr seht, wie es immer ist. Es fängt ganz klein an. Und dann bläht es sich plötzlich auf, bis es unkontrollierbar wird. Meine Tochter ist tot und ich weiß nicht warum. Es ist meine Schuld. Ich habe Kiri befohlen, alle Zeugen dieses Drogengeschäftes zu beseitigen. Wenn die Polizei und die Presse angefangen hätten, wegen dieser Geschichte in der Vergangenheit von Turubin herumzuschnüffeln, da wären Dinge ans Tageslicht gekommen, die dort nicht hingehören. Die Dunkelheit ist der Freund derer, die das Licht meiden.
Ich hatte immer Angst vor dem Dunkeln. Ja, ich weiß. Kirill ist zu weit gegangen. Der Bombenanschlag, der Tod deiner Tochter. Ich hab das nicht gewollt. Aber ich bin dafür verantwortlich. Du kannst mich hassen, du kannst mich töten. Hier bin ich. Ich werde mich nicht wehren. Aber wenn du mich am Leben lässt, kann ich dir helfen, Kirill zu finden. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Aber er ist irgendwo und jeder kann gefunden werden. Was willst du jetzt tun? Ich werde Kirill finden und er wird büßen für alles, was er getan hat. Weil ich dafür die Welt in Brand stecken muss. Darf ich dir dabei helfen?